So, weiter geht's. Ja, wie gesagt, wir machen uns auf den Weg zum nächsten Gebietsboss. Ja, wenn wir da angekommen sind, werden wir auf jeden Fall nochmal zum Leuchtfeuer zurück, nochmal alles auffrischen. Und ja, können wir uns dann ja schneller auf den Weg dorthin machen. Wir haben ja jetzt schon eine Abkürzung freigeschalten, die wir eigentlich dann nachher nicht mehr brauchen. Naja, mal schauen. Hier hinten? Nicht hier, hier. Hier, Vorsicht, hier kommt natürlich auch noch so ein Geist um die Ecke. Ich merke gerade, mein Wanderfluch ist schon wieder passé. Ja, da müsst ihr aufpassen, ne? Ohne den könnt ihr hier gegen die Viecher natürlich gar nicht ausrichten. So, hier gibt es den Ring, von dem ich geredet habe, Fluchbissring. Den brauchen wir auch noch bei einem von den großen Gebietsbossen. Aber jetzt im Augenblick nicht. So, hier links würde es jetzt. Ne, hier links noch nicht. Hier kann man noch was einsammeln. Grüne Scherbe, auch sehr schön. Wenn man sich jetzt göttliche Waffen machen will, braucht man diese. Ja, da geht's ja hoch. Eine Seele. So, hier geradeaus geht's jetzt zu diesem Tor, was wir öffnen müssen. Da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Hier gibt's auch noch ein paar Sachen einzusammeln. Da hinten zum Beispiel. Ich glaube, da gibt's noch eine Menschlichkeit. Jawohl. Und dann können wir uns noch hier rüber rollen. Und einen seltenen Ring der Opferung. Brauchen wir später ja auch noch. So, dann müssen wir wieder hier rein. Den gleichen Weg nochmal, da können wir noch was trinken. Und dann geht's auch gleich zum Tor. Also erstmal laufen wir hier hoch. Hier gibt's auch noch was. Ich weiß aber jetzt nicht mehr was. Ah ja, den Kompositbogen, genau. So, genau. Jetzt sind wir hier angekommen. Hier müssen wir gleich runter, aber erstmal haben wir den Schlüssel bekommen und können damit diese Tür hier öffnen und werden jetzt da dieses Tor öffnen. Ja, damit hat sich das ganze Wasser hier abgesenkt. Hier ist übrigens das Tor. Da geht's noch rein zum Drachental. Da gehen wir später noch hin. Da müssen wir jetzt nicht hin. Ja, da müssen wir uns hier den Fahrstuhl holen. Und dann können wir da unten weiterlaufen. Da unten sind dann auch jetzt diese Gegner, bei denen wir graue Brocken farmen können. Ja, hier geht's ins Drachental. Da gibt's auch noch ein Rüstungsset und noch ein paar andere Geschichten. Ich glaube, menschlich, da ist einer von denen. Die Jungs sind, wenn sie zu zweit kommen, können die ganz schön scheiße sein. Ansonsten sind die eigentlich ziemlich einfach, sehr langsam.
und haben auch so nicht so viel drauf. Aber lassen halt, wenn man Glück hat, graue Brocken fallen. So viel Glück hatten wir jetzt nicht. Jetzt hier weiter. Hier vorne gibt es eigentlich nicht viel zu holen, deswegen können wir gleich weiter reingehen. So, hier müsst ihr aufpassen. Nicht gleich einsammeln. Hier ist erstmal so ein Typ. Wenn die das machen, klauen die euch Menschlichkeit. Also da lieber ausweichen. So, den haben wir auch. Seele einsammeln. Mensch, die lassen ja überhaupt nichts fallen hier. Okay, hier durch den Nebel geht's nicht zum nächsten Boss, sondern zu einem nächsten Gebiet. Ja, hier müsst ihr halt auch aufpassen. Hier erstmal links rum. Können wir nochmal gegen diesen Kollegen hier kämpfen. Da kommt gleich der nächste angelaufen. Ja, wenn ihr da gegen zwei von denen, wie gesagt, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da kann das Ganze schon mal ein sehr schwieriger Kampf werden. So. Und dann das Viech da hinten. Das müssen wir auf jeden Fall erledigen, denn wir wollen uns ja die ganz große Glut holen. Den sollte man sich am besten ein Stück anlocken. Weil dort hinten auch wieder ein Kollege von denen hier ist. Und gegen beide zu kämpfen gleichzeitig ist doch schon unangenehm, sagen wir es mal so. Na nun komm. Natürlich auch suboptimal, dass der da diese Viecher holt. Ja, da müsst ihr auch aufpassen, wenn ihr davon getroffen werdet, werdet ihr extrem langsam. So, gut, den hätten wir. Ja, wenn man relativ gut ausgerüstet ist, ist das natürlich nicht so das Problem. Ist man das Ganze nicht, kann dieses ganze Gebiet schon sehr, sehr schwer sein. So, hier rechts ist wieder so ein Krieger, ich nenne ihn mal so. Ich hoffe, hier lässt jetzt mal langsam jemand graue Brocken fallen, dann können wir nämlich die Rüstung noch ein Stück weiter aufwerten. Ah ja. Da haben wir doch schon einen. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten. Links oder rechts hochzulaufen. Wir nehmen erstmal den rechten Weg. Wir können noch eine Seele einsammeln. Und jetzt geht's zur ganz großen Glut. Da müsst ihr hier nochmal ein Stück zurück. Dann hier lang. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, hier kommen keine Gegner. So, nur aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Muss ich jetzt da hoch? Ja. So, hier lang. Und da sind wir auch schon da. Die Riesenglut, genau, nicht ganz große Glut, wie auch immer. Ja, mit dieser können wir jetzt Standardwaffen auf plus 15 aufwerten, Schilde und so weiter und so fort. So, gut, hätten wir das auch. Wenn wir jetzt hier rechts den rechten Gang hochlaufen, da können wir nochmal eine Abkürzung freischalten. Also da könnt ihr den Fahrstuhl aktivieren. Können wir ja mal machen. Und dann seid ihr hier gleich am Anfang wieder.
Weiß nicht, ob man das jetzt so gut gesehen hat. Hier bei der Brücke. So die erste Stelle, wo halt viele Geister auf einen zukommen. Okay. So, gut, dann hätten wir das auch erledigt. Wir müssen jetzt... Hier lang, jawohl. So, da haben wir gleich wieder schon den nächsten Kollegen. Na, jawohl. Wenn man hier übrigens ganz, ganz, ganz viel Glück hat, kann man sogar graue Schollen farmen. Also was heißt farmen? Das dauert natürlich ewig. Ehe man die bekommt, weil das halt ein sehr, sehr seltener Gegenstand ist, aber es funktioniert. Aber man sollte halt Mensch sein und den Schlangenring auf jeden Fall tragen. Den goldenen und 10 Menschlichkeit sind auch so gut wie Pflicht. Ansonsten braucht man das gar nicht versuchen. So, dann müssen wir uns hier rüber balancieren. Hier gibt es auch nochmal einen grauen Brocken. So, da oben gehen wir jetzt noch nicht durch. Das ist so quasi der letzte Raum, bevor man dann zum nächsten Gebietsboss kommt. Wir gehen erstmal hier unten lang. Ja, aber ihr seht schon, also sehr, sehr, sehr gefährlich sind die, gerade wenn die einzeln kommen. Eigentlich nicht. Und bei denen kann man dann halt mit einer kleinen Abkürzung, die ich euch zeige, wenn wir zum Boss gehen, da kann man hier sehr gut graue Brocken fahren. Wenn man Glück hat, kriegt man da schon mal 4-5 Stück pro Runde. Das geht dann doch ziemlich fix. Hier müssen wir nochmal einen Wanderfluch aktivieren. Hier gleich noch Geister aus den Wänden kommen. Und dann locken wir uns hier mal nochmal 2 Jungs von denen an. Da sind sie. Ja, warum haben wir uns hier jetzt rausgelockt? Ganz einfache Sache. Da ist schon wieder so ein schleimiges Ding in diesem Raum. Und das will ich auch noch gegen... Dass wir nicht gegen diese beiden und gegen dieses schleimige Vieh kämpfen müssen, holen wir uns sie hier raus. Und gucken, dass wir die hier gleich platt machen. So, den ersten hätten wir. Und den hätten wir auch. Fantastisch. Gut. Ja, wie gesagt, da ist wieder so ein Schleimviech. Na, hat nicht aufgepasst. So, den hätten wir auch. Sehr schön. Damit haben wir uns jetzt den Weg freigemacht zum Gebietsboss. Die Geister kommen jetzt hier gerade nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Hier kommen nochmal einen grauen Brocken aus der Kiste aufsammeln. Ja, sehr schön. Hier geht's zum nächsten Boss. Den machen wir aber im nächsten Video. Wir werden uns jetzt wieder zum Leuchtfeuer erstmal zurück teleportieren. Nochmal alles auffrischen und dann zeige ich euch im nächsten Video, wie man auf dem schnellsten Wege zu diesem Boss gelangt. Und dann werden wir den machen. Jetzt können wir nochmal graue Brocken einsetzen. Können wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen was in die Rüstung stecken. Das ist auch für den... Oh nein. Okay, wir müssen uns nochmal zum Feuerbandschrein teleportieren.
Gut. Ja, aufsteigen könnten wir auch nochmal. Können wir nochmal was in Beweglichkeit stecken hier. Denn wir müssen jetzt Schaden machen. Wir müssen zwar auch Treffer einstecken, obwohl, da können wir hier eigentlich nochmal... Ja, mit 28 Beweglichkeit, das sollte lang. Beim nächsten Boss ist es so, dass man muss einfach Treffer einstecken und so schnell wie möglich Schaden machen. Das zeige ich euch dann gleich. Wir können jetzt hier nochmal die Ausrüstung reparieren. Ist auch gut. Und die Rüstung verstärken. So, bis 9, weiter geht's eh nicht. Nein, hier bräuchten wir jetzt schon eine graue Scholle. Die haben wir ja leider nicht. So, sehr schön. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich zum Bosskampf.